Wieder einmal hatte das Team Europa erfolgreich seine Titel im Street Hula Hoop verteidigen können. Nick als semiprofessioneller Hula Hooper hatte im letzten Moment eine Weltklasse Hula Combo eingeleitet, sodass die drei Matrosen den Sieg mit rekordverdächtiger Hubhöhe hatten einfahren können. Gut gelaunt begaben sich die drei Freunde mit Anbruch der Nacht zum schiefen Turm von Babylon. Eine hohe Mauer umschloss das gesamte Gelände. Das tägliche Treiben der Touristenmengen war schon vorüber, sodass der schiefe Turm dreuend in der Dunkelheit auf sie zu warten schien. Leute, wie sollen wir denn da reinkommen? Die Öffnungszeiten sind längst vorbei. Keine Panik, ihr habt den weltbesten Schlosshacker dabei. Ach, den brauchen wir gar nicht. Ich kenne einen geheimen Eingang. Genial! Unsere drei Kommilitonen schlichen an der Mauer entlang und quetschten sich durch einen engen Spalt, den Lex vor einigen Jahren auf der Suche nach seltenen Mineralien entdeckt hatte. Wenig später stolperten sie schon auf den steinigen, verwitterten Platz, der den schiefen Turm von Babylon umgab. Einst hatten große Könige hier Manöver abgehalten und die Völker Europas lärmend gehandelt. Jetzt lag der Platz in friedlicher Stille vor ihnen. Irgendwie beeindruckend bei Nacht. Wohin geht's jetzt? Jedi, hol noch mal die Karte raus. Es muss einen Hinweis geben. So, also, Lex, leuchte doch mal mit der Taschenlampe. Moment. Ich sehe hier den schiefen Turm von Babylon eingezeichnet. Aha. Und darauf befindet sich ein Symbol, das ich nicht ganz erkennen kann. Mhm. Lex, leuchte doch mal hier rüber. Nun, Kollegen, das ist ein Kreis. Es könnte der Kreis des Darius sein. In einem seiner ewigen Vorträge hatte Professor Assis erzählt, dass der Kreis des Darius symbolisch für den Eingang zur Seele steht. Nick, du überrascht mich. Eingang zur Seele. Eingang! Klar wie Bergkristall. Da ganz oben muss es einen geheimen Eingang geben. Ihr seid mit zwei Leuchten. Das klingt nach einem Fall für Team Europa. Kommilitonen, machen wir da weiter, wo alle anderen versagen. Gesagt, getan. Mit ihren Taschenlampen bewaffnet, machte sich Team Europa an den Aufstieg. Gar nicht so leicht, denn als typisches Zikkurat erstreckte sich der schiefe Turm von Babylon über drei mächtige Terrassen, zu denen jeweils 100 Stufen in die Höhe führten. Ganz oben befand sich der Tempel des erhobenen Hauptes, durch dessen Säulengänge täglich Hunderte von Touristen strömten. Ganz schön steil. Nick, du übertreibst es wirklich. Immer musst du der Erste sein. Mir brennt immer noch der Bizeps vom Hula Hoop. Kommt schon, ihr Trantüten. Die Rettung Europas kann nicht warten. Ja, ja. Hast ja recht. Hup, hup. Erster. Ist ja gut. Ganz toll. So, jetzt sind wir endlich auch da. Oh, der Tempel des erhobenen Hauptes. Erbaut vor Jahrtausenden zur Ehre Marduks. Immer wieder beeindruckend. Und wo soll hier jetzt sein Eingang sein? Lasst uns erst einmal in die Säulenhalle des Tempels gehen. Vielleicht geben uns die alten Inschriften auf dem Altar einen Hinweis. Das Mondlicht ließ den Tempel in geisterhaftem Glanz erscheinen. Wie Finger einer gewaltigen schwarzen Hand fielen die Schatten jahrtausenderalter Säulen vor ihnen auf den Boden. Bedächtig schritten die drei Kommilitonen immer weiter in das Dunkel des Altarraums vor. Matrosen, seht ihr? Oh. Da vorne. Hm? Eine verhüllte Gestalt zeichnet sich gegen das flackernde Licht einer Fackel ab. Was soll das? Um diese Zeit? Das ist Hausfriedensbruch. Der hat hier nichts zu suchen. Leute, den Kerl müssen wir uns schnappen. Es ist unsere Pflicht als gute Europäer, ein denkmalgeschütztes Monument vor solchen dreisten Einbrechern zu schützen. Ich find's schon gruselig irgendwie. Was ist, wenn das ein Perverser ist? Unfug. Der Kerl bricht das Gesetz. Ein Aufenthalt über die Öffnungszeiten hinaus ist nicht gestattet. Wir müssen ihn aufhalten. Heda! Fackelmann! Sie halten sich unbefugt auf Staatsgrund auf! Ergeben Sie sich, oder Sie bekommen die volle Kraft des Gesetzes zu spüren! Los, Lex! Pfeffer ihm den Bergkristall um die Ohren! Das wird dem Schergen noch heimleuchten! Nein, nicht nochmal den Bergkristall. Ich bin es, mich schickt die Dunkle. Der Ordensbruder der dunklen Unke! Ich glaub, mein Frosch pfeift! Als die Sternenbilder gliederfein, noch nicht am Gestirn gesehen.
die Uranfängliche im Schlamm sich wälzte, die Winde jung am Himmel stehen. Da regierte Tiamat voller Gerechtigkeit und Milde. Tückisch und verschlagen, voll Bosheit und voller Neid, zog Anu seinen Mordesdolch, tat Tiamat ein Leid. Und Rache fordert Tiamat seither auf jedem Bilde. Doch Marduk, der Gerechte, sah von Ferne diese Schlechte und er rächte jene Tat an seiner Schwester Tiamat. Und Marduk verhilft seither in seiner großartigen Güte ganz Babylon vom Land zum Meer zu immer neuem Glanz und Blüte. Lull? Was lacht der denn jetzt so? Ist das wieder eine Botschaft von deiner dunklen Unke? Ein Fragment aus dem babylonischen Götterepos? Er flüchtet! Jetzt stürmt er die Treppe runter. Uiuiui. Bei dem Tempo. Und er fällt hin. Und er rollt. Er rollt die Treppe runter. Jetzt kriegt er. Leute, ist fast zu erbärmlich zum Hingucken. Geschieht ihm ganz recht. Ja, und was sollte das Ganze eben? Ich verstehe nur Bahnhof. Was der Ordensmann eben rezitiert hat, ist ein Teil aus dem babylonischen Götterepos. Die Urkönigin Tiamat wird darin von ihrem Berater Anu ermordet, der ihren Platz einnehmen will. Marduk, der Bruder Tiamats, beobachtet das Geschehen. Später beschuldigt er Anu natürlich des Mordes. Dieser wird daraufhin hingerichtet. Marduk besteigt als Nachfolger Tiamats den Thron Babylons und gilt, wie ihr wisst, seitdem als Urvater Europas. Diese Geschehnisse sind als die Zerstörung des Anus in die Annalen der Geschichte eingegangen. Dieser Anus war ja ein ganz schönes Arschloch. Wie ihm das wohl gefallen hätte, wenn ihm jemand so hinterrücks eine spitze Waffe reingerammt hätte. Anu, wir können wahrhaft froh sein, dass die Macht des Anus heute gebrochen ist. Ich denke, ein Babylon unter seiner Führung würde mir ganz schön stinken. Aber was sollte dieser Affenzirkus überhaupt? Falls er uns wieder vor irgendwas warnen sollte, ist es wie beim letzten Mal gehörig nach hinten losgegangen. Ich hatte eher das Gefühl, dass er uns helfen wollte. Aber warum sollte er das auf einmal tun? Das ist erst einmal egal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Schaut mal her. Hier stehen die Statuen Marduks und Anus. Wobei Anus natürlich völlig zerstört ist. Ganz genau. Anu wurde bei jedem jährlich stattfindenden Tempelfest symbolisch zerstört, um Tiamat zu rächen. Und Rache fordert Tiamat seither auf jedem Bilde. Sämtliche Abbildungen Tiamats zeigen sie stets Genugtuung fordernd auf die Verwüstung des Anus hinweisen. Ja, und? Die Geschichte lässt mir keine Ruhe. Ich hab da eine Vermutung. Doch Marduk, der Gerechte, sah von Ferne dieses Schlechte und er rächte jene Tat an seiner Schwester Tiamat. Wieso schaut Marduk bei dem Mord an seiner Schwester eigentlich einfach zu und entfernt den vermeintlichen Übeltäter, während er sich selbst zum König aufschwingt? Meinst du, er war selber der Neider? Der Urvater Europas? Ich sage nicht, dass es so gewesen ist, aber ich glaube, wir müssen in diesem Fall über unseren Tellerrand hinausschauen, Freunde. Ansonsten wäre ja schon jemand anders an dieser Stelle weitergekommen. Um dieses Crime zu lösen, machen wir da weiter, wo alle anderen versagt haben. Apropos Crime, ich habe das Gefühl, ich sollte hier mal den Crime-Detektor drüber laufen lassen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Los geht's! 25%, 50%, 75%. Oh, ich glaube, der CD hat was gefunden. Hier finden sich Fragmente eines uralten Deliktes. Ich muss es nur noch lokalisieren. Und ich kann mir schon vorstellen, wo es lang geht. Lokalisation beendet. Hier geht's lang. Hab ich's mir doch gedacht. Die Statue Marduks. Jedi, lies uns vor, was der Crime-Detektor anzeigt. Okay. Also, ich sehe hier drei Crimes. Schwestermord, Verleumdung und Anus-Zerstörung. Schwestermord?
Schwestermord! Marduk ist es gewesen. Er hat Tiamat auf dem Gewissen und Anu angeschwärzt, um ihn über die Klinge springen zu lassen. Um selber König zu werden. Und so einen feiern wir jedes Jahr zum Nationalfeiertag? Und das in unserem Europa? Genauso ist es. Genauso ist es. Die Geschichte muss anscheinend neu geschrieben werden. Das ist schon mal klar. Aber die Frage ist, warum wir das herausfinden sollten. Ich kann es nicht glauben. Marduk, mein ganzes Leben belogen? Du warst mein Vorbild. Nicht nur als König, sondern auch als Mann. Von wegen, hopp, hopp, hopp. Ich geb dir einen Tritt ans Schienbein, du Unhold. Was ist denn das? Das Bein der Statue klappt hier zur Seite. Ich höre ein Knirschen. Eine der Bodenplatten schiebt sich zur Seite und gibt den Blick auf eine steile Treppe frei. Sie führt schnurstracks in den Turm hinein. Na dann nichts wie los, Matrosen. Hart Backbord!